und willkommen zum 33. Part von The Witcher Wild Hunt und wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben. Und zwar bei der Mission mit Triss und hier in diesem Gwyn-Turnier. Die kann weg. Und die kann weg. Nicht eine Heldenkarte, das ist bitter. Aber jetzt, jawohl. Na klar, die sammelt er sich ein. Ich pass mal. Verdammt. Was mache ich da denn jetzt? Hey, übertreib doch nicht. Musste ich jetzt leider so machen. Alles klar. Hauen wir das Ciri raus. Gar nichts. Aber das macht mir schon eher was, verdammt. Aber gut, wir haben noch genug Karten. Und jedenfalls, als ob. So ein Freak, Alter, wir haben einfach nur ein scheiß Blatt gehabt. Vergiss es, ey. Ich hab hier noch Wichtigeres zu tun. Na, wo ist sie denn? Da. Entschuldigt mich kurz. Du bist... Ja, ich bin es. Die Forellenkundin. Oh ja, natürlich. Entschuldige die Vorsicht, aber können wir irgendwo allein sprechen? Klar können wir das. Vielen Dank für deine Hilfsbereitschaft. Mein Hausdiener hat schon angekündigt, dass du einen Freund mitbringst. Ich möchte, dass so wenige wie möglich von Alberts Flucht erfahren, aber
wenn du diesem Mann traust. Wie keinem sonst. Holen wir Albert. Wo ist er? Er unterhält die Gäste. Auf meinen Empfängen ist er stets überaus präsent. Ich wollte keinen Verdacht erregen. Wann können wir ihn wegbringen? Wenn die Gäste so viel getrunken haben, dass sie nur noch die Tabletts mit den Kelchen wahrnehmen. Keine Bange, das geht schnell. Alles klar. Woran erkennen wir ihn? Er trägt eine Panthermaske. Er weiß, dass ihr kommt. Ironischerweise scheint er recht aufgeregt. Ich fürchte, ihm ist nicht klar, in welcher Gefahr er schwebt. Ich sagte ja, besonders helle ist er nicht. Keine Sorge deswegen. Das hat man gemerkt, glaube ich. Wenn er das war, wo ich Gerald. Denke. Wir gehen ihn suchen. Ich warte auf eure Nachricht. Na dann mal los. Lass uns Albert suchen. Ja, Fräulein, wo willst du lang? Frühling segnet uns mit strömendem Regen. Suchst du nach mir, guter Mann? Eine Panthermaske. Genau wie die Eier. Wacker, wacker, mein Bester. Ich bin ja nicht irgendein Sinn. Ja, Schätzchen? Albert Wegelbut? Für dich, Süße, auch Adolf Valentino. Nee. Das war er nicht. Pass bloß auf, Bauer. Hammer. Pass auf, wo du hintrittst. Nicht so dreist. Mein Mann ist ein Aufseher von Beruf. Ist er das? Sehe ich vielleicht wie ein Hanswurst von Mutter aus? Oh, das war der Falsche. Ach, bei den Göttern. Shit, den haben wir voll beleidigt. In Wahrheit sind wir schon von den Schwarzen abhängig. Hallo. Suchst du nach mir, guter Mann? Zeit, unsere Biene zu investieren. Hinten hier die Panthermaskenfutzis. Ach, dieses Gesuche hier. Wo ist denn der hin, ey? Hier hinter, oder was? Wieso findet man den denn nicht? Ich hasse so eine Sucherei, Leute, ganz ehrlich. Ich bin nicht in Stimmung. Den Überschuss werde ich rausschneiden dann. Panthermaske, ja nee, ist klar. Mein Mann ist Aufseher von Beruf. Glaub mir, ich werde ihn rauswerfen. Schon wieder eine Nacht mit dieser Uhr. Schon wieder du, riebischer Montreiber.
sein? Was für ein Monster. Oh ja, hast du die Maus gegeben? Genau in die Eier. Wacker, wacker, mein Bester. Ich laber hier jetzt einfach jeden an. Wo muss er ja sein? Das jedenfalls nicht. Mehr ist als hätten wir uns schon gesehen. Ich weiß, es gibt Unterscheidung. Unsere Jagdhunde sind einfach die besten. Wild sind sie wohl auf jeden Fall. Ja, aber auch hervorragend abgerichtet. Ohne meine Erlaubnis würden sie nicht mal finden sein. Oh, nervig, Leute, nervig. Hier ist er. Ja? Albert Wegelboot? Nein! Ich bin ein schwarzer Panther. Aber du bist Trottel im Hören. Deine Mutter schickt uns, Herr Panther. Oh, ihr seid also... Ja, wann können wir das Anwesen verlassen? Am besten warten wir, bis alle betrunken sind. Außerdem gibt es später Feuerwerk. Das ist eine prima Ablenkung. Wenn es anfängt, schleiche ich mich weg in den Garten. Wir treffen uns dann im Heckenlabyrinth. Wir warten da auf dich. Sehr schön. Aber probiert vorher noch den Fiorano Rosé. Unbedingt. Hoffentlich hat Albert nicht vergessen, wozu das alles klar ist. Willst du draußen warten? Ich habe einen hübschen Platz im Garten gesehen. Na dann. Gelaufen, ich werde ihn rauswerfen. Schon wieder eine Nacht. Kann nicht atmen. An klaren Tagen kann man die Banner Nilfgaards von den Stadtmauern aus sehen. Ja, wo ist ein Triss? Hör auf zu jammern. In Wahrheit sind wir schon von den Schwarzen abhängig. Bin schon wieder zu spät zum Abendessen. Zeit in Rubine zu investieren. Hier ist sie. Genau. Ich werde ihn raus. Wacker, wacker, mein Bester. Ich bin ja nicht raus. Wo ist sie denn? Glaub mir, ich werde ihn rauswerfen. Schon wieder eine Nacht mit dieser Uhr. Hast du keine Angst vor dem Scheiterhaufen, Mistgeburt? Na, endlich, da kommt sie doch. Ich bin ein... Wollen wir uns nicht kurz setzen? Ja, wo bist du? Ah, da ist sie. Endlich keine Maske mehr. Wenigstens für einen Moment. Tolle Aussicht von hier. Und Wein gibt's auch. Ist das lange her, dass ich zuletzt auf einem Ball oder bei einem Fest war? Was für eine angenehme Abwechslung von der Novigrader Kanalisation. Ja, das glaube ich. Dann kann ich die Frage jetzt wohl stellen. Ja? Was ist mit dem Magier, den wir vorhin getroffen haben? Ach, Moritz, was willst du wissen? Ich hatte den Eindruck, dass er dich nicht besonders mochte. Ich glaube eher, er würde mich lieber als seinen Schützling sehen und nicht als seine Anführerin. Ja, aber du bist diejenige, die Magier aus Novigrad rausläuft. Manchmal frage ich mich, wie ich die eigentlich alle zusammengebracht habe.
Du bist eine charismatische Anführerin. Ganz einfach. Meinst du wirklich? Und ob, bald nennt man dich die eiserne Marigold. Eine Augenklappe würde dir auch gut stehen. Ein Augenblick lang dachte ich, du meinst es ernst. Natürlich meine ich es ernst. Schau mich an, ich bin nicht rot geworden. Kommt wer? Ist das Albert? Nein, ein verirrter Gast. Psst. Sucht sicher seine Geliebte. Wie in dem Elfenmärchen über den Frosch und die Lerche. Inchu, Inchu, Beak, Brogger. Stück für Stück, kleiner Frosch. Psst, gehen wir. Hoffentlich werden die anderen Gäste nicht so schnell betrunken wie ich. Je eher wir hier wegkommen, desto besser. Oh nein! Ich will mir erst ihr berühmtes Heckenlabyrinth ansehen. Oh, die Arbeit für voll die süße Maus. Die Statuen dort komplett. Ganz und gar. Ganz und gar was? Nackt. Mhm. Los, Geralt! Triss, Geralt, warte. Kommst du? Oh, die ist aber ganz schön voll, die gute Frau. Dafür kann sie aber doch ganz schön rennen. Kommst du? Mädchen, was machst du denn? Oh. Vorsicht. Natürlich küsst mal die gute Frau. Herrin Marigold, endlich! Wie schade, dass wir uns unter so unangemessenen Umständen treffen müssen. Das kannst du laut sagen. Aber ich bin sicher, das werden wir noch gut machen. Ich muss dir unbedingt meine alchemistischen Rezepte zeigen. Ist dir jemand gefolgt? Ich glaube nicht. Tausch trotzdem zur Sicherheit die Masken. Wir gehen zuerst. Geralt kommt direkt hinterher. In den Ställen warten gesattelte Pferde. Hey, jetzt haben wir die Panthermaske auf. Ja, dann geht's mal los. Ja, das weiß ich auch nicht. Hier bist du ja, mein Lieber. Hier bist du. Also, wegen dieser Privatvorstellung. Unter anderen Umständen bekämst du das volle Programm. Oh, tut mir leid, ich... Ja, was wollen die denn jetzt? Albert Wegelboot? Geh bitte beiseite, Fräulein. Bei uns zählt Adel nicht, junger Graf. Mach keine Zicken, sonst setzt's was. Das will ich sehen. Ich glaube kaum. Auf ihn! Alle zusammen! Zeit ist zu beenden. Nummer 1 ist platt. Nummer 2 auch gleich. Sag ich doch. Und Nummer 3 kommt jetzt dran. Große Klappe, nichts dahinter. Hier ist eine Truhe, nice. Manuskript verbessertes Hybridenöl. Very nice.
Ja, jetzt muss ich hier nur noch einen Weg aus dem Labyrinth finden. Komisch. Ah. Schau mal einer an. Hä? Okay. Na? Ah, endlich. Dann mal schnell. Wir müssen zu den Stelen und dann müssen wir hier verschwinden. Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Es ist alles in Ordnung. Ihr solltet allerdings jemanden in den Garten schicken, der aufräumt, bevor da ein Gast vorbeikommt. Ich soll Personal in den Garten schicken? Ja. Ich kümmere mich darum. Und ihr, beeilt euch. Alles bereit? Ja, deine Schwerter habe ich schon von der Wache zurück. Und Ingrid hat mir das Geld gegeben. Es ist mehr als erwartet. Viel mehr, um ehrlich zu sein. Wunderbar. Wohin verschwinden wir denn jetzt? Du? Nirgendwohin. Jetzt ist es endlich möglich, sogar wahrscheinlich, dass wir alle Magier aus Novigrad rauskriegen. Du weißt, wo du mich findest, wenn du dich verabschieden willst. Verabschieden? Was am Brunnen passiert ist, wir hätten nicht. Und zwar meine Schuld, ich weiß. Der Wein war mir zu Kopf gestiegen. Tut mir leid. Triss, entschuldige dich nicht. Ein Korb gekriegt. Merigold. Wir müssen los. Ich weiß. Sei vorsichtig. So, finde ein Schiff nach Skelligal. Ja, aber da wollen wir noch nicht hin. So, meine Freunde, ja. Wie, Quest gescheitert? Ja, egal. Dann sehen wir uns beim nächsten Part. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Mir auch, war zwar ein bisschen gammelig mit dem Gewinnturnier da. Da ich die Karten sowieso schon alle habe, deswegen habe ich das jetzt erstmal nicht mehr weitergeführt. Und ja, bis dann.